Liebe Musikfreunde, wir sind bei Mesa Boogie auf der Musikmesse in Frankfurt und neben mir steht Helmut Schweigl und er wird uns nun ein bisschen was über den Transatlantic Amp von Mesa Boogie vorstellen. Ein kleines handliches Gerät, in dem aber wahrscheinlich ordentlich was drinsteckt, oder? Ja, Mesa Boogie ist erstmal in diese Klasse eingestiegen, in die Klasse der sogenannten Large Boxes. Der neue kleine Amp zeichnet sich aus, A, wie man schon sieht, durchs Format, B, durch das sehr geringe Gewicht von 5,5 Kilo. Für Mesa Boogie sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Ja. Es ist aber so, dass der Amp von der Qualität auf jeden Fall nicht abträglich ist. Erfüllt alle Kriterien, wie man sie von Mesa Boogie gewohnt ist. Ganz kurz zu den technischen Daten des Amps. Der Amp besitzt zwei Endstufenröhren EL84. Die Vorstufe wird durch vier Röhren 12AX7 befeuert. Man hat zwei getrennte Kanäle. Kanal 2 besitzt zwei vorwählbare Modi. Kanal 2 besitzt drei vorwählbare Modi. Und jeden Kanal kann ich vorwählen eine Endstufenleistung von 5 Watt, 15 Watt oder 25 Watt. Zu diesem Amp ist noch zu sagen, dass im Lieferumfang ein Fußschalter dabei ist. Oh, wie praktisch, alles klar. Ja, natürlich, super. So wie man es von Mesa gewohnt ist. Na klar, sicher. Und wir werden, denke ich, im zweiten Quartal, beziehungsweise April, Mai, ja, mit diesem Amp auf dem Markt erscheinen. Optimal. Ja. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall was Kleines, Handliches und Proberaum-tauglich, live-tauglich, selbstverständlich. Das auf jeden Fall, ja. Mesa Boogie, das haben wir jetzt nicht, da bietet zudem auch noch eine ganz spezielle Box an, okay, die auf die Bedürfnisse dieses Amps ganz einfach zugeschnitten ist. Optimal. Alles klar. Wir haben uns schon mal etwas über den Transatlantic Amp informiert und gleich geht's weiter mit weiteren Mesa Boogie-Geräten.